Ja, hallo zusammen. Ich muss mir heute meinen Platz hier in der Kamera teilen mit diesem großen Teil hier. Also das ist wirklich recht groß. Ihr seht noch nicht alles, aber das ist schon ein kleiner Brummer. Das ist der Xiaomi Smart Air Purifier 4. Den habe ich im Juni 2023 gekauft. Also er ist jetzt ein halbes Jahr ungefähr im Einsatz. Wenn ich jetzt bei Amazon mal gucke, dann liegt der hier aktuell bei knapp 223 Euro. Also ist jetzt auch nichts, was man mal so nebenbei kauft. Und dieses schöne Ding steht im Schlafzimmer, um die Luftqualität zu verbessern und um Allergien zu vermeiden oder zu reduzieren. Und ich mache auch hier jetzt kein langes Video draus. Ich wollte hier ein eher kürzeres Video draus machen, um einfach mal einen Einblick zu geben in diesen Luftfilter. Wie gesagt, der ist jetzt seit Juni im Einsatz und generell bin ich damit sehr zufrieden. Der hat verschiedene Automationen, also du kannst dort alle möglichen Sachen einstellen, wann der angehen soll. Also du kannst zum Beispiel sagen, wenn die Luftverschmutzung zu hoch ist, soll er angehen oder zu verschiedenen Tageszeiten etc. Und bei mir ist es so eingestellt, dass der immer, ich glaube, so eine halbe Stunde vor der Schlafenszeit, also immer zur festen Zeit, angeht und dann eine halbe Stunde läuft, sodass der ganze Raum einmal bzw. mehrfach umwälzt wurde, damit die schlechte Luft draußen ist. Es ersetzt jetzt natürlich nicht das Lüften, das sollte man noch machen, aber um einfach eine möglichst frische Luft in diesem Raum zu haben. Bei Amazon hat jemand geschrieben, danach fühlt es sich an wie frische Bergluft. Also die ersten Tage tatsächlich hat es sich schon deutlich frischer angefühlt und ich finde, ich merke auch, wenn der an ist oder nicht, weil manchmal geht er aus irgendwelchen Gründen dann mal doch nicht an, weil dann irgendwas gerade spinnt. Manchmal musste ich den in der Zeit neu einrichten, warum auch immer. Aber also ich finde, wie gesagt, man merkt es, wenn er an war, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich fühle wie Heidi in den Bergen. Aber man spürt den Unterschied. Und ich gehe jetzt hier mal zwischenzeitlich in die App schon mal rein und zeige das hier. Hier sieht man dann den aktuellen Stand. Und er sagte zum Beispiel hier, die Luftqualität ist gut gerade und liegt bei 0,003. Und ich teile jetzt mal mit euch auch mein Bildschirm, mein Handybildschirm, damit ihr das auch nebenbei seht, was ich hier einstelle. Wenn ich jetzt immer in die Kamera halte, dann funktioniert das nicht so gut heute. Und ihr seht dort, es gibt verschiedene Modi. Es gibt den Automatisch-Modi. Da geht es halt an, wenn er merkt, dass die Luftqualität zu schlecht ist. Da die Luftqualität bei mir zu Hause immer anscheinend so gut ist, dass er das für ausreichend hält, geht er quasi nie an. Vielleicht mal im Sommer, wenn dann Fenster auf waren und zu viel Pollen und so, aber das scheint kaum zu passieren. Beim Schlaf ist er halt sehr, sehr leise, also man hört es trotzdem noch. Ich hatte es eine Zeit lang beim Schlafen an, aber man hört es trotzdem. Wir testen das gleich mal hier mit einem Dezibel-Hörgerät. Ich habe mit Dezibel-Messung und ich habe hier auch noch ein zweites Mikrofon daneben, dass man das nochmal zusätzlich die Lautstärke hört. Es gibt den manuellen Modus und es gibt die Lüftergeschwindigkeit, die man dann auf 1, 2 oder 3 stellen kann. Man kann die negativen Ionen noch anmachen. Das hat auch bestimmte Vorteile. Ich habe das immer an. Und er zeigt mir an, wie lange dieser Filter noch hält. Und wie gesagt, ich habe den jetzt ein halbes Jahr und er hat noch 90% Qualität. Da merkt man, dass die Luftqualität bei mir zu Hause generell eigentlich ganz gut ist. Er ist jeden Tag mindestens eine halbe Stunde an und hat trotzdem noch 90%. Wenn du jetzt natürlich dein Schlafzimmer zur Straße raus hast und da sehr viel Verschmutzung ist, dann kann es natürlich auch sein, dass der viel, viel schneller leer geht. Also ich habe schon damit gerechnet, dass ich ihn alle 6 bis 12 Monate austauschen muss. Jetzt muss ich gestehen, habe ich den Preis nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, es sind so 30 bis 50 € für diesen Filter, den man dann nochmal zahlen muss. Und bisher bin ich ja recht zufrieden damit, weil ja, ich jetzt gemerkt habe, ich muss ihn nicht austauschen so schnell. Dann gibt es hier einen Zeitplan. Nee, das Falsche, das ist nochmal woanders. Nee, das muss eigentlich hier sein, ne? Nee, Automatisierung. Genau, ach so, ich habe hier so eine gewisse Automatisierung an, also ihr seht, hier sind auch verschiedene Sachen schon mal angewiesen, dass ich dann sage, hey, hier geht er jetzt an, zum Beispiel um 20:30 Uhr geht die Geschwindigkeit auf eine gewisse Stufe und dann sage ich, dann geht er um 21 Uhr wieder aus. Du kannst auch zum Beispiel einstellen, das hatte ich auch mal eine Zeit lang, dass er
erst auf volle Pulle geht und dann ab einer gewissen Uhrzeit auf den Nachtmodus und dann irgendwann ausgeht. Also da kann man echt das so einstellen, wie man das möchte. Und ich habe das jetzt relativ simpel mir mittlerweile eingestellt. Und dann siehst du auch immer, also wenn ich jetzt hier einschalte, dann gucken wir mal hier nebenbei. Dann machen wir erstmal auf ganz leise, damit das nicht zu laut wird. Man sieht das jetzt nicht so gut, aber oh, das sieht in der Kamera ein bisschen falsch aus. Das ist nicht so. Also hier steht einfach die Zahl und die bleibt da so, das dreht sich nicht. Ein bisschen sauber hier. Und die verschwindet auch dann wieder. Ich kann das aber auch hier hinten einstellen. Also hier kann man dann einstellen, ob das hell aus, also hell, ein bisschen hell und aus sein soll. Ich mache das jetzt mal ganz hell. Leider ja, spinnt das jetzt an der Kamera, aber ihr seht das. Und was ja zum Beispiel schon eine Sache ist, auf meinem Handy steht jetzt ein Wert von 0,003 und hier haben wir jetzt 0,001 bis 0,002, was schon sehr gut ist. Theoretisch steht hier drunter noch mehr, also hier sind Knöpfe, die man drücken kann. Und das ist einer der größten Nachteile an diesem Gerät. Die gehen nicht aus. Also wenn ich jetzt hier hinten wieder die Knöpfchen drücke, dann wäre hier, seht ihr, dass die 002 weg ist, aber hier unten die Knöpfe, die leuchten immer. Und das nervt beim Schlafengehen. Und darum habe ich hier was drüber geklebt, dass man das nicht mehr sieht. Nachteil ist, du kannst es nicht mehr so richtig steuern. Also das funktioniert tatsächlich noch. Man kann hier ein bisschen rumdrücken. Ihr seht auch, da passiert jetzt was. Jetzt wird es auch schon lauter. Machen wir mal wieder hier auf Nachtmodus, dann ist wieder das Ruhigste. Aber man sieht das nicht mehr, man muss dann schon wissen, wo man drückt. Das ist ein bisschen schade, das heißt, ich steuere es, wenn, eigentlich immer über das Handy. Und das hoffe ich, dass sich das vielleicht mal in der Version 5 oder vielleicht gibt es es auch in der Pro-Version besser gelöst, weil das ist wirklich schade, dass es da nicht einfach mit verschwindet. Und jetzt gucken wir mal kurz, also jetzt haben wir hier den Schlafmodus und jetzt gehe ich mal in die Dezibel-App, die teile ich auch hier über das Handy, dann seht ihr dann gleich hier nebenan. Ich bin jetzt mal ganz kurz, wir machen es nochmal anders, ich mache das hier nochmal aus einmal. Und jetzt schauen wir mal kurz, wie laut es hier ist, wenn hier quasi keine Lautstärke ist. Also wir sind hier ungefähr bei 28 Lautstärke. So, und jetzt machen wir das mal an auf den Schlafmodus. Da sind wir jetzt ungefähr bei ungefähr 30 Dezibel. Also es ist hörbar, aber es ist sehr leise. Und wenn wir mal hier auf... das ist sogar neu, das sah ein bisschen anders aus vorher. Ich kann hier quasi angeben, ich mache das jetzt auch mal ganz wenig, wie groß der Raum ist und dann passt er sich da an. Also wenn jetzt irgendwie du einen riesengroßen Raum hast, ein riesengroßes Wohnzimmer mit 100 Quadratmetern, dann kannst du das hier einstellen. Ah nee, es geht nur bis 50, dieses Gerät kann nur bis 50 Quadratmeter. Da haben wir gerade gesehen, haben wir dann jetzt so bis zu 75 Dezibel, also hier oben kommt dann der große Lärm raus, aber weiter weg ist es natürlich nicht mehr ganz so laut. Und 75 Dezibel ist schon sehr laut, also da kannst du jetzt nicht schlafen. Ich finde es auch dann nervig, wenn das so auf volle Pulle ist und man noch liest. In der Regel mache ich es dann irgendwie auf Geschwindigkeit 2 oder so und das testen wir jetzt auch noch einmal. Wir machen nochmal die Stufeneinstellung 2. Sind jetzt hier bei ungefähr 45 Dezibel und wenn ich es hier oben dran halte, sind wir lustigerweise wieder bei einem ähnlichen Wert. Aber ihr seht, dass es da schon dann deutlich leiser wird. So, jetzt haben wir den Lüfter mal wieder ausgemacht. Das war es eigentlich schon dazu. Nochmal kurz mein Fazit. Ich bin sehr zufrieden. Der Raum fühlt sich danach besser an. Er
macht, was er soll. Er funktioniert, der Lüfter hält, also der Filter, den man austauschen kann, der hält bei mir jetzt in meinem Fall deutlich länger, als ich dachte. Und er lässt sich sehr gut übers Handy steuern und einstellen. Eine Fernbedienung gibt es leider nicht dazu. Das hätte ich mir auch gerne gewünscht, dass man das einfach neben das Bett legt. Aber man muss dann immer das Handy nehmen oder es hierüber manuell steuern. Und wie gesagt, der größte Nachteil ist, dass hier dieses Licht einfach nicht weggeht, obwohl man das oben ausmachen kann, aber unten nicht. Von daher für mich eigentlich, sage ich mal, eine 85 bis 90%, nee, mehr sogar. Ich würde sagen, mindestens 90%ige Kaufempfehlung. Kleb dir hier was drüber, wenn dich das stört, und dann hast du echt einen super guten Luftfilter. Ich habe übrigens auch mal 2 Nächte mit einem von diesen Dyson-Dingern geschlafen, die sich immer so drehen, ne? Und die auch so, ich glaube, da war auch so ein Wasser-Ding mit drin, dass der auch die Raumluft feuchter macht. Und ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt nicht gedacht, boah, ich brauch den Dyson unbedingt. Ich fand das Gerät sogar am Ende ein bisschen verständlicher, handlicher und auch gefühlt ein bisschen leiser. Also wenn du jetzt schwankst zwischen einem Dyson und dem, mein persönliches Gefühl nach den 2 Nächten mit diesem Dyson-Gerät, da kannst du auch hier den für 220 Euro ungefähr nehmen. Gibt es bestimmt im Sale auch nochmal günstiger. Ich weiß gar nicht genau, was ich bezahlt habe. Also ich habe das Gefühl, ich habe damals so 180 bezahlt, anstatt dann sich gleich das 400-Euro-Gerät zu kaufen.